Oh, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das ist heute ein Special-Video, nämlich in zwei Hinsichten. Nämlich werde ich das Video wahrscheinlich heute ist Freitag, hochladen. Und heute habe ich, erstens habe ich heute Geburtstag, ich werde heute 15. Und ich werde jetzt eine neue Serie anfangen. Und zwar mache ich heute ein Unpacking, aber es ist kein richtiges Unpacking. Mal wieder, sondern ich habe nicht ein Abo, ich kaufe es mir aber jeden Monat das Magazin Computerbild Spiele. Ich werde jetzt jeden Monat, wenn Neues rauskommt, ein Video drehen und euch ein bisschen informieren. Also ich finde die Zeitung gut, nur so. Also ich zeige euch jetzt ein bisschen was. So. Da, das ist für die CD, für das Computerspiel, was hier drin ist. Kann ich mal zeigen. Dieses Mal sind immer zwei Vollversionen in der Zeitung mit dabei. Dieses Mal sind Wildlife Park 2 und Silver Lining oder so. Ich spiele die aber eh nicht, die Spiele. Und yo, hier ist der Spieleinhalt. Hier ist der Inhalt von der Computerbildspiele. So, Spieletests. Machen wir 2, Tom Clancy's Hawks 2. Ja. Dann ist hier so eine Riesenwerbung von Fallout New Vegas. Und hier schon der erste fette Test, nämlich von Crysis 2. Das soll ja geil werden. Hier geht's weiter. Hier ist schon der nächste. Die haben noch nichts bewertet, weil es natürlich noch keine Testversion gab. Hier ist wieder ein kleiner Test von Herr der Ringe, der Krieg im Norden. Jo. Dann hier Werbung. Das ist geil. Ist zwar erst sehr wenig, aber Duke Nukem wird wieder auferstehen. Der totgeglaubte Leben länger nach ewigen Hin und her hat Duke Nukem ein neues Zuhause gefunden. Dann hier irgendein Spiel Shadows of Damned. Ja. Das ist eigentlich nur Werbung. Und hier ein kleines. Was es für Add-ons gibt: Battlefield Bad Company 2 Vietnam. Ja, ich hab Bad Company 2 nicht. Hier ist schon der nächste fette Test wieder mal. So Fallout New Vegas. Bin ich so der Fallout-Fan. Aber. Oh, wartet mal. Hat auch noch keine Wertung. Es wurde 3 Stunden lang gespielt. Von den Redakteuren. Hier fett Assassin's Creed Brotherhood. Das habe ich mir schon ein bisschen durchgelesen. Das soll ja der letzte Teil mit Ezio Auditore sein. Hier ist er nochmal groß. Und jo. Dann hier. Die Sims 3 für Konsolen. Hier ist ein kleiner Beitrag. Ich finde die Sims 3 cool. Das interessiert mich eigentlich weniger. Es gibt es nur für die Wii. Mickey Mouse Epic von Disney. Ja, hier ist eine kleine Werbung wieder. Sonic Colors interessiert mich mehr, weil es auch für DS rauskommt. Ich mag Sonic-Spiele für DS. Hier ist wieder so eine Werbung. Das ist geil. Ein geiler Beitrag. Need for Speed Hot Pursuit. Bis jetzt konnten sie 3 Moden testen. Einmal das Wettrennen, du bist der Kopf und Straßenkampf. Kommt ja von Electronic Arts so. Das weiß ja wohl jeder. Ist bestimmt cool. Hier sind die ganzen Spiele, die jetzt nacheinander hier dieses Jahr und nächstes Jahr rauskommen. Wenn ihr wissen wollt, was rauskommt, wann es rauskommt, hier sind die Daten. Könnt mir eine Nachricht schreiben in hier in YouTube. Hier die Verkaufscharts. Oh, Mafia 2 ist auf dem ersten Platz. Dann Red Dead Redemption und Sniper Ghost Warrior. Mafia 2 Collector's Edition. Grand Theft Auto 4. Kane & Lynch 2 Dog Days. Halo 3. Fable 2. Halo 3 ODST und Star Wars The Force Unleashed. Medal of Honor.
virtueller Menschenhandel interessiert mich auch nicht so, weil es über WoW ist, das interessiert mich nicht. Enslaved, so ein kleiner geiler Comic, der ist echt geil. Mit Monkey. Was ist das? Das wird wahrscheinlich die wenigsten interessieren, das ist ein PC-Spiel. Dann hier die Vorteilaktion, da sind immer welche drin. Schenken die Macher irgendwas. Interessiert eigentlich auch keinen. Ja, ich mach mal die uninteressanten Sachen weg. Der erste geile Test. Medal of Honor. Da habe ich ja schon gelesen und sie finden es echt schwach, dass da viel zu viel Gewalt in dem Spiel drin ist. Und das hat, aber das ist geil, hier sieht man Afghanistan und die ganzen Orte, wo es spielt. Das hat ein Testergebnis, es ist Testergebnis gut. Bei der Zeitung gibt es nämlich keine so Prozent wie bei der Endzone zum Beispiel, die der Chris immer anpackt. Okay, Gothic 4. Oh, es kommt auch für 360 raus, habe ich noch gar nicht gelesen. Das ist cool. Ich weiß nicht, ob da auch immer noch Gothic. Oh, es hat Testergebnis gut, wird gut bewertet, aber mich interessiert es eigentlich nicht. Die interessieren mich so Rollenspiele. Das nächste, deswegen habe ich sie mir eigentlich geholt, ist ein PC-Spiel, was die meisten kennen, aber ich glaube mich interessiert. Nämlich Civilization 5 und hier ist so ein kleiner Werbeflyer. Hier unten sind die ganzen Länder. Da ist Washington. Hier. Und hier Bismarck. Bismarck, der Deutsche. Scheiße, ich bin bei 10 Minuten. Ich muss mich beeilen. Ich überblätter Civilization. Oh, es hat ein Testergebnis übrigens gut. Dann hier Werbung. FIFA 11 vs. Pro Evolution Soccer 2011. Und was ist besser? Das werden wir gleich erfahren. Testergebnis gut und gut. Beide sind gleich gut. Jeder hat ein Testergebnis gut. Also beide gleich gut. Oh, Castlevania. Das ist geil, das Spiel. Das ist echt geil. Hat auch ein Testergebnis gut. Halo Reach, das ist schon länger draußen jetzt. Eigentlich. Spiel des Monats vom Computerbildspiele. Hat natürlich ein Testergebnis sehr gut von ihnen. PC-Spiel, oder? Jo, PC hat auch gut. A New Beginning. Formel 1. Hier drüben. Ergebnis gut. Ist echt gut. Enslaved. Kennt vielleicht einige. Nur für die 360. Ah, und auch für PC und PC. Dann Mafia 2 ist ja auch schon sehr lange. Der ist draußen eigentlich. Auch ein natürlich gut. Das Ergebnis gut. Dann hier so kleinere Spieletests von Wii Party. Guitar Hero Warriors of Rock. Hawks 2 und die Sims 3 gibt das, das ist was. Das hat ein Testergebnis gut, das auch und die Sims hat befriedigend. Dann hier so ein kleines, hier sind die Download-Spiele-Charts. Jo. Und hier noch. Scheiße, ich muss schnell machen. Schon bei 9 Minuten. Devil May Cry 4, hier sind die billigen Spielcharts. Professor Layton, das fette Ding. Vampire Originals. Zombie-Infektion, irgendein iPhone. Das sind iPod-Spiele. Das sind iPhone-Spiele. So testet Computerbild. Hier wird gesagt, wie man testet. Das ist eine Werbung. Sparta, das sind die Vollversionen. Die interessieren eigentlich nicht. Hier auf den DVDs, die dabei sind, draußen. Need for Speed World, Civilization 5 wieder. Die Cheats, die besten Cheats, das gibt es seit der letzten Ausgabe und hier ein bisschen Erfolge. Scheiße, es wird gleich zu lang. Knopf bewegen. Jo.
Also, ich bin jetzt bei 10 Minuten, ich muss schon. Mobil. Test vom PlayStation Move. Interessiert mich weniger. Und hier von Kinect. Das ist die Originalgröße von dem Kinect-Gerät. Steht dabei. Jo, dann hier. Wie viel alles kostet ganz schön. Einkaufstüre. Interessiert mich nicht. Geheime Menü. Ist auch ein Scheiß. Laser Top 50 auf Xbox Live. Ja, das ist auch die Leserbriefe. Dann hier noch Zeug. Sorry, dass ich jetzt ein bisschen hektisch bin, aber ich weiß nicht. Jo. Also jetzt noch, das Cover gefällt mir sehr gut und deswegen. Jo. Ich bin jetzt bei 11 Minuten, ich glaube. Scheiße. Das Cover gefällt mir also sehr gut. Ja. Und mit Medal of Honor drauf. Wollte ich noch sagen, die Zeitung ist ab 12. Kauft sie euch, die ist echt geil. Die ist nämlich Multikonsolen-Zeitung. Gefällt mir sehr gut und deswegen. Jo. Beim nächsten Mal werde ich vielleicht 2 Parts machen. Weil das war jetzt echt zu viel. Ach, Scheiße. Also, moin moin. Wie gesagt, ich habe heute Geburtstag. Würde mich schon freuen, wenn ihr mir irgendwie schreiben würdet. Das wäre cool. Und ja, das wär's. Ciao.